Bayerische Faulbrut ist eine ansteckende Erkrankung der Biene, wo konkret die Bienenlarven betroffen sind. Also es geht nicht darum, es ist nicht die adulte oder lebende erwachsene Biene betroffen, sondern es ist ausschließlich die Bienenlarven, also die nächste Generation betroffen. Es ist eine anzeigepflichtige Erkrankung. Das heißt, es besteht bei jedem Verdachtsmoment die Verpflichtung für den Imker, der Behörde eine entsprechende Mitteilung zu machen. Ja, wenn diese Krankheit festgestellt worden ist, dann muss der Imker eigenverantwortlich die Sanierung seiner Bienenvölker übernehmen. Wir haben jetzt vom Land Tirol ein sogenanntes Bienenmobil zur Verfügung gestellt bekommen, in dem alle Werkzeuge, Gerätschaften enthalten sind, die wir für die Sanierung von solchen Krankheitsfällen benötigen. Gleich vorweg eine Frage, die sich sehr häufig stellt, in puncto Lebensmittelsicherheit, menschliche Gesundheit. Die amerikanische Faulbrut ist betreffend die menschliche Gesundheit absolut unbedenklich. Und in dem Zusammenhang ist keinerlei Beeinträchtigung gegeben, was die Honigqualität und die Lebensmittelsicherheit dieses Produktes anbelangt. Einzelne Bürger kann die Imkerschaft und damit die Biene insofern am besten unterstützen in dieser Sache, wenn sie darauf achten und unsere Empfehlung wahrnehmen, leere Honiggläser ausschließlich im gereinigten Zustand zu entsorgen.